Sag mal, Ingrid, was machst denn du da? Bitte stör mich nicht, ich arbeite. Du arbeitest? Aha. Und für sowas wird man bezahlt? Nein, ich tue es freiwillig, für unsere Bevölkerung. Was? Und das hilft unserer Bevölkerung? Es hilft gegen Krokodile. Aber Ingrid, es gibt im Umkreis von mehreren tausend Kilometern keine Krokodile mehr bei uns. Na, siehst du? On a réussi, mes frères, on a réussi. Les maisons de nuit, les maisons de nous. C'était pas Paris, mes frères, c'était pas Paris. Quand on a voulu bâtir un jour une société qui soit notre société. Das ist nur eine kleine Kostprobe. Elle s'est ouverte et s'est donnée. On l'a fécondée, la terre, on l'a fécondée. La pluie est tombée pour nous aider. Et on va manger notre pain de notre blé. Fugo und le Big Bazar. Pas d'employé, non. Y'a pas de soldat, pas d'officier, non. Y'a pas d'avocat, pas de banquier, non. Qu'il fait bon dans notre société. Vieux monde pourri, tu crèves, vieux monde pourri. Et tu as choisi tes maladies. Nous c'est la folie, on rêve, nous c'est la folie. On se fait plaisir avec la vie. Notre société, c'est une autre société. Y'a pas de patron, pas d'employé, non. Y'a pas de soldat, pas d'officier, non. Y'a pas d'avocat, pas de banquier, non. Qu'il fait bon dans notre société. Mon frère, toi qui n'en peux plus de ne voyager que dans ta rue. Laisse-les tomber, mon frère, laisse-les tomber. Et viens te saouler de liberté. Notre société, c'est une autre société. Mon frère, on a réussi. Les blés sont venus, les blés sont lourds. Nous l'avons gagné, mon frère, ce fameux Paris. Comme on a voulu bâtir un jour une société qui soit notre société. Guten Abend. In unserer letzten Sendung hat an dieser Stelle die bezaubernde Ingrid Steger endlich die Vorherrschaft der Männer gebrochen. Und während sich weiblicher Charme in anderen Nachrichten- und Sportsendungen des deutschen Fernsehens nur sehr mühsam durchsetzt, kämpft Klimbim weiter für das zarte Geschlecht. Heute kämpfen für Sie Richard von Roel, Horst Jüssen, Elisabeth Volkmann, Manfred Jester, Ingrid Steger, Dieter Augustin, Michel Fugain und Le Big Bazar und Kurt Jürgens. Heute will ich aber noch einmal das Feld zwei Vertreter des sogenannten starken Geschlechts überlassen. Wäre ich keine Frau, würde ich mich sofort in sie verlieben. Tun Sie es mit mir, und zwar in Richard von Roel und Horst Jüssen. Nachdem wir soeben von diesem reizenden Herrn so charmant angesagt worden sind. Du Horst, das war eine Dame. Er trug eine Krawatte und war im Stimmbruch. Der Männerlook ist schick und eine tiefe Stimme ist so sexy. Ah. Der schicke Kerl mit der sexy Stimme, der uns soeben angesagt hat, war Elisabeth.
Sag mal, schon wieder eine Frau im Fernsehen, die wie ein Mann auftritt. Du, dieser Emanzipationsdschungel, der macht mich völlig verrückt. Ja, Horst, ich muss dich jetzt leider unterbrechen. Ah ja, du hast recht. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir begrüßen Sie bei Klimbim. Und freuen uns, dass Sie heute wieder zu uns gekommen sind. Und dass Sie zu Hause wieder eingeschaltet haben. Ja, und sei es drum, guten Abend, meine Damen und Herren. Sag mal, ist dir noch nie aufgefallen, wie oft im deutschen Fernsehen guten Abend gesagt wird? Die Ansagerin, der Tagesschausprecher, der Wetteronkel, das Wort zum Sonntag, die Moderatoren, die Kommentatoren. Jeder tritt auf und sagt, guten Abend, meine Damen und Herren. Ja, ja, sicher, du hast recht. Ich meine, die Leute wollen gemütlich zu Hause sitzen, wollen sich entspannen. Und da haben sie beim Fernsehen immer so das Gefühl, sie säßen in der Kneipe, nicht? Guten Abend, guten Abend, guten Abend, guten Abend. Ja, richtig, richtig. Die sind richtig froh, wenn zum Schluss der Sendung einer kommt, der sagt, gute Nacht. Ja, ja, aber wir könnten ja vielleicht mal was anderes probieren. Wie findest du das, wenn wir sagen so... Hello, Fans. Das finde ich gar nicht komisch. Nicht gut. Nee, warum? Wir sind zu alt, als dass es echt klingt und zu jung, als dass es schon komisch wird. Nicht? Nein, dann ist guten Abend, meine Damen und Herren, immer noch besser. Das habe ich doch gleich gesagt. Na ja, aber jetzt ist es gedanklich untermauert, durchdiskutiert. Gut, wie heißt der nächste Satz? Wir freuen uns, dass Sie heute Abend zu uns gekommen sind. Mich hat das auch nicht gut. Das sagen ja auch alle. Das müssen wir noch mal durchdenken. Durchdiskutieren. Ja, genau, transparent machen. Mhm. Uns dessen bewusst werden. Richtig, komm, das machen wir jetzt. Ja. Also dann, meine Damen und Herren, ob wir uns freuen, dass Sie heute Abend wieder dabei sind, darüber werden wir Ihnen noch Bescheid sagen. Das ist die totale deutsche Showbusiness-Frustration. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ja. Eines wäre noch nachzutragen. Ja, was denn? Weißt du, heute vor 100 Jahren machte Carlo Larifari eine der bedeutendsten Erfindungen des Jahrhunderts, ohne die es zum Beispiel Humor überhaupt nicht gäbe. Ja, was war denn das? Er erfand den Wasserwecker. So, so, und was findest du daran so komisch? Ja, weißt du, dieser Wasserwecker, der weckt auf eine ungeheuer erfrischende Art und Weise. Also, wie soll ich sagen, also mit einem Wort, man hält es im Bett schlicht und einfach nicht mehr aus. War dieser Larifari etwa mit Filippo Hacci befreundet? Mit wem? Mit Filippo Hacci. Wer ist das? Na, der hat den Schnupfen erfunden. Ach ja, ja, natürlich. Das ist die logische Folge gewissermaßen. Ja, sag mal, Manfred, kann man das Ding noch irgendwo sehen? Aber natürlich. Exklusiv. Nur hier in Klimbim. Aha, na, zeig doch mal her. Ja, na, pass auf. Gib mal her. Na? Ach, das ist der Wasserwecker. Das ist der Wasserwecker. Nee, nee. Schönen Dank, den kannst du behalten. Aber gerne. Danke, ich nehme ihn wieder. Der Geist ist billig, aber das Fleisch ist teuer. Das Tief, das sich über unseren Landen befindet, verliert die ersten Schrecken. Vom Norden, Süden, Westen und Osten schleichen sich wärmere Luftmassen heran und zwingen mit gemeinsamer Kraft das Barometer in schwindende Höhen. Die Vorhersage für morgen: warm, blauer Himmel, wolkenlos, nichts als Sonnenschein, angenehme Temperatur und überhaupt keine Niederschläge. Guten Abend. Also das ist doch jeden Abend dasselbe. Die Vorhersage stimmt doch schon wieder nicht. Also wenn Sonnenschein angeht, es regnet und es regnet und...
Gabriele! Verdammt nochmal, die Eier sind schon wieder knochenhart. Da wirst du wohl ein Osterei erwischt haben, Opa. Unsinn, Ostereier sind bunt. Nur wenn sie gefärbt sind. Wenn sie nicht gefärbt sind, sind Ostereier weiß. Und warum, verdammt nochmal, werden in diesem Hause Ostereier nicht gefärbt? Die sind ja gefärbt. Ich hab sie weiß gefärbt. Verdammt nochmal. Hervorragendes Täuschungsmanöver. Diese Eier sind von ungefärbten kaum zu unterscheiden. Ich bin vor Weihnachten und ihr habt nichts anderes in euch an Schädel, als wie von Ostereier zu reden. Was ist? In 4 Wochen ist Weihnachten? Gabi, hol sofort Vater seine Angel raus. Wir brauchen einen Karpfen. Wenn ich das in den Haus, das ist ja ein Wahnsinn, ist das. Also, da bist du selber schuld, mein lieber Schwager. Bei deinem chronischen Dauerrausch, da kann ja gar keine heilige Stimmung aufkommen. Umgekehrt, mein lieber Herr Schwager. Bei deinem schlechten Champagner, da vergeht einem jede Lust zum Feiern. Weihnachten steht vor der Tür und nichts ist vorbereitet. Das habt ihr davon, weil ihr immer die scharfen Dinger lest, diese Pornos. Lest lieber den Kalender. Traurige Weihnachten. Also nur reg dich nicht auf, der Papa wird schon riechen. Ach, was sag ich denn? Da hat schon einer angebissen. Gabilein, du hilfst doch mal. Mensch, das ist ja ein toller Hecht. Das ist doch unser Weihnachtsbaum vom letzten Jahr. Eine nicht funktionierende Müllabfuhr ist besser als gar keine. Genau. Da muss doch die Gans vom letzten Jahr auch noch unten sein. Unmöglich, meine Liebe, die habe ich selber abgenommen. Vom Stollen war noch was da. Das weiß ich ganz genau. Und auch vom Blaukraut. Ach, herrlich. Das ganze Weihnachten ist im Eimer. Ja, im Mülleimer. Die Krippe, das Stroh, die Figuren. Die habe ich doch schon am zweiten Feiertag in den Müll geschmissen. Sie, lassen Sie da stehen! Lassen Sie da stehen! Sind Sie denn wahnsinnig geworden? Vater, die Krippe! Die Krippe! Zu spät! Die Müllabfuhr hat eben alles abgeholt. So eine Unverschämtheit! Lassen Sie gefälligst unseren Dreck liegen! Eine schwere Katastrophe! Ja. Weihnachten ist hin! Was machen wir jetzt? Ach, dann feiern wir eben Ostern. Ja. Gott, du schöne Maid, bist du für Hans im Glück bereit? Ich bin für jede bereit, mein Kleiner. Ich schenke dir meinen Wecker hier, für diesen Regenschirm von dir. Einen Wecker könnte ich schon gebrauchen, aber ich meine, warum verschenkst du denn den Wecker? Ich bin ein echter Wandersmann und komme auch ohne Wecker an. Und so, es ist schon lang bekannt, verteilt man den Besitz im Land. Also im Frühjahr, da war in Cannes ein Schallplattenfestival. Da waren sie die Sensation ganz schlechthin. Da hat man sie auch im Fernsehen gesehen. Heute sind sie hier bei uns, hier in Klimbim, die neuen jungen Stars aus Frankreich. Fugue und Le Big Bazaar. Dufte was? Chante, oui, chante.
cher pot de feu, écoute les s'offrir à toi comme l'on s'offre à Dieu. La 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 la. Mesdames et messieurs, ce soir le Big Bazar était très heureux de jouer pour vous. Dominique, Christiane, Véronique, Cordélia, Karine, Baba, Jérôme, Gérard, Roland, Christian, Jérôme, Jean-Pierre. Olé, oh, oh, oh. Écoute-moi, écoute-moi. Ne t'en va pas, soleil. Reste avec moi, soleil. Oh, 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 oh. Da war gerade ein Anruf für dich, ja. Gute oder schlechte Nachricht? Dein Hund ist tot. Mein lieber Mausi. Naja, wir hatten aber schon leider damit gerechnet. Er war immerhin schon 12 Jahre alt. Ne? Naja, so natürlich ist er natürlich nicht gestorben. Natürlich. Ne? Wie meinst du? Er ist ertrunken. Ertrunken? Ja. Unmöglich. Wir haben in der Nähe des Hauses überhaupt kein Gewässer. Ja, nicht in der Nähe des Hauses, wie ich hatte. Im Haus. Dein Wohnzimmer stand 2 Meter unter Wasser. Mein, wo kam denn das ganze Wasser her? Naja, von der Feuerwehr. Dein Haus ist abgebrannt. So, aber wie ist denn das passiert? Ganz einfach. Da ist ein Hochspannungsmast umgefallen und die Funken, knister, 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 haben Feuer gefangen. Aber so ein Hochspannungsmast, Horst, der kann auch nicht einfach umfallen. Ja, das ist wahr, das war. Deine Frau ist mit dem neuen Mercedes dagegen gegangen. Mit dem neuen Mercedes. Ja, ja, und ist ihr was passiert? Nein, nein. Dem Auto Totalschaden. Deiner Frau ist nichts passiert. Ah, so, na Gott sei Dank. Sie sagt, es sei alles versichert. Gott sei Dank. Aber deine Schwiegermutter hat gesagt, ihr seid Pechvögel, ist ausgezogen und kommt nie zurück. Gott sei Dank, dann hat ja alles geklappt. Ich hab's ja nicht geschrieben. Hä? Nochmal? Ja. Früher gab's keinen. Wer saß da drauf? Die Vögel saßen nicht drauf. Wo sind die Vögel gesessen, als es noch keine Telegrafendrähte gab? Mach weiter. Helle Nacht, heilige Nacht, alles Licht. Aber Operlein, was machst du da schon wieder? Ich mach schon mal Konfetti, mein Junge. Ja, bist du denn verrückt? Das ist doch für den Karneval. Ach, man wird auch immer älter und vergesslicher. Jetzt muss ich das alles wieder hineinkleben.
Was machst du da? Male die Ostereier an, die können wir dann als Christbaumkugel nehmen. Ah, hab ich ein kluges Töchterlein. Jo. Vater, wo ist denn die Krippe? Welche Krippe? Ach, die Krippe, die ist schon längst am Müll. Wer hat hier die Grippe? Wenn hier einer die Grippe hat, verlasse ich sofort das Haus. Großvater, jetzt pudelt die nicht auf. Die reden doch von ganz was anderem. Ich bin ein alter Mann. Und wenn ich mir die Grippe hole, dann werde ich sterben. Und lieber Charlie, was wünschst du dir denn vom Christkind? Er sagt, er wünscht sich jemand mit Blutgruppe A. Habe ich nie gehabt. Als ich das letzte Mal die Grippe hatte, war ich in einer derartig schlechten Verfassung, dass ich das ein zweites Mal nicht überleben würde. So, jetzt sieht das Gestrüpp noch ein bisschen nach was aus. Nimm deine Hand da weg, wenn du die Grippe hast. Ja, Opa, jetzt hör doch endlich auf. Kein Mensch hat hier die Grippe. Das ist mir egal. Weihnachtszeit, Grippezeit. Ich sauf meine Flasche Schnaps in jedem Fall. Nach der alten Bauernregel beim Militär kommt die Grippe, sauf noch mehr. Prost. Prost. Ja, lass mal, mein liebes Kind. Nach dem ersten Schnaps habe ich mein Gesicht auch so verzogen wie du. Aber Opa, das ist doch gar kein klarer. Das ist doch Farbe. Ja! Wie damals in den Ardennen. Wer sich in die Bar begibt, fällt drin um. Was ist? Wo bleibt die Gans? Aber Vater, du weißt doch, die Weihnachtsgans ist im Müll. Ach du dumme Gans, ich meine doch nicht die Gans vom vorigen Jahr, ich meine doch die Gans von diesem Jahr. Aber wir haben doch dieses Jahr gar keine Gans. Das ist doch die Höhe. Da wissen wir seit Ostern, wann Weihnachten ist und dann haben wir überhaupt keine Gans im Haus. Aber das ist doch wurscht, mir ist ein Karpfen eh lieber. Ja, und wo ist der Karpfen? Wo soll ein Karpfen herkommen, wenn du immer Weihnachtsbäume angelst, ha? Aber das ist auch wurscht. Da essen wir halt jetzt die Ostereier und nehmen uns die Gans für Ostern auf. Ja, das ist totaler Schwachsinn. Jetzt haben wir schon Ostern gefeiert, weil wir keine Gans haben. Und wenn wir jetzt die Gans wieder auf Ostern schieben, ja, dann können wir ja gleich Pfingsten feiern und einen Osterhasen essen. Ja, und wo soll ich den Osterhasen herkriegen, wo Pfingsten schon vorbei ist? Ach, du kapierst ja wieder gar nichts. Na, sie hat doch recht. Bloß, dass sie jetzt den Hasen gar nicht braucht, weil wir nämlich nicht Pfingsten, sondern Weihnachten haben und den Karpfen zum neuen Jahr essen. Ah, ja, sehr richtig. Und wenn wir die Gans wieder auf Ostern schieben, bleiben uns die Eier übrig und die essen wir jetzt. Oh, bravo, das ist die Lösung. Lieber nicht. Erst muss gesungen werden. Ja, erst singen. Also gut, dann singen wir jetzt das Weihnachtslied. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebes Christkind. Happy Birthday to you. Was? Wer hat hier die Grippe? Bim zu Gast bei den Dreharbeiten zu dem neuen James-Bond-Film James Bonds Rache. In der Hauptrolle der neue Sensationsdarsteller Charles Connard. Bitte höher! Ruhe, verdammt nochmal! Fangen wir denn jetzt bitte endlich an, ja? Mr. Connard, darf ich bitten? Mr. Connard, wir machen jetzt die Szene mit dem Telefon zu Ende, okay? Okay. Okay, Aufnahme bitte! Drohton ab! Ruhe bitte! Kamera! Der Regisseur, eine Zigarre, bitte. Ja, James danke. Bonds Rache, 107, erste. Mr. Connard, bitte. Hallo, Inspektor Miller. Ja, hier James Bond. Ich bin bei Silvia.
Sie hat überhaupt keine Ahnung, wer ich bin. Sie wissen ja, ein verliebtes Mädchen fragt nicht viel. Sie glaubt, ich bin ein Safeknacker aus Chicago oder sowas. Ja, heute Abend kommt die ganze Bande hierher. Ja, ja, dann können Sie sie alle schnappen, gegen 8. Seien Sie pünktlich, Inspektor. Nein, Sie sind falsch verbunden. Nicht zu danken, Fräulein. Du Schwein, du Betrüger, du wirst dafür büßen. Ich werde dich umbringen, Herr Mackie aus Chicago. Wie konnte ich so dumm sein? Ich habe alles gehört. Der verfluchte James Bond, das bist du? Du Erzzerbrecher, ich zerbreche dir auch was. Stopp, Schnitt aus. Sehr gut, Mr. Conrad. Fabelhaft, ganz fabelhaft. Ruhen Sie sich jetzt aus. Wir dubeln jetzt die Szene mit dem Leuchter. Das ist mir zu gefährlich für Sie. Ja, 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 natürlich. Das Double, bitte! Bitte das Double! Das Double! Das Double! Das Double! Was denn? Sie sind das Double? Wer hat Sie denn ausgesucht? Da sieht ja meine Tante dem James Bond ähnlicher als Sie. Naja, also gut. Nehmen Sie dieselbe Stellung ein wie Bond. Hier drüben, bitte, ja? Da. Hier, bitte. Ja, in Ordnung. Danke. Fotografiert ihn nur von hinten. Ich will nie sein Gesicht sehen. Sylvia, den letzten Satz bitte nochmal, ja? Mit dem Herzzerbrecher. Ja, genau da. Okay, ja. Kamera. James Bonds Rache 108, erste. Und bitte. Du Herzzerbrecher, ich zerbreche dir auch was. Dass du mich so kalt konntest. Hab ich dir wehgetan? Das wollte ich nicht. Bitte sei mir nicht böse. Ich liebe dich, auch wenn du James Bond bist. Bitte, ich küsse dir deinen Schmerz weg. Schnitt aus. Danke, danke, das genügt. Obwohl, Sylvia, du hättest noch etwas härter zuschlagen können, ja? Mr. Conrad, darf ich Sie bitten? Nächste Klappe 109. James Bond wird nach dem Niederschlag von Sylvia getröstet. Kussszene, Großaufnahme. Nicht doch, Mann, das ist der Stuhl von Mr. Conrad. Bleiben Sie stehen, na, stehen Sie auf, schnell, komm. Und Klappe, bitte. James Bonds Rache 109, erste. Und bitte. Komm, ich küsse dir deinen Schmerz weg. Fabelhaft, ausgezeichnet, Mr. Conrad. Sie küssen großartig, ganz ausgezeichnet. Aber jetzt hören Sie bitte auf. Hallo, bitte hören Sie auf, wir müssen noch etwas anderes drehen, ja? Nächste Szene, und zwar 110, wo der Gangsterboss und die Ganoven zur Party kommen. Seid ihr fertig? Ja, wir sind fertig. Ja, also bitte, dann machen wir es, ja? James Bonds Rache 110, erste. Und bitte. Liebling, der Boss und seine Bande können jeden Augenblick hier sein. Aber ich schwöre dir, ich werde kein Wort sagen, dass du James Bond bist. Ach, du bist ein Prachtstück, meine Süße. Hallo, Amigos, wir sind da. Und wie ich sehe, seid ihr auch voller Spaß und Vergnügen, was? Schaut mal, Jungs, was für eine hübsche Überraschung die beiden für uns haben. Wir haben auch eine Überraschung für Sie, was? Jungs. Wollt ihr nicht unserem Freund McKee mal zeigen, wie wir den James Bond begrüßen würden? Jawohl, Herr Bond. Ihr Geheimnis ist entdeckt. Los! Ah! Halt! Pass doch auf, ihr Idioten! Ihr tut ihm ja weh! Ich brauche Mr. Conrad noch 6 Wochen! Steht doch ein bisschen vor. Ja eben, wofür haben wir denn ein Double? Das Double, bitte! Nächste Szene 111. James Bond wird zusammengeschlagen. Ja, wird ja sowieso noch von hinten gezeigt. Kommen Sie, Double, machen Sie. Wir haben nicht so viel Zeit. Also, wir machen erstmal eine Probe. Probe los. Also los, Jungs! Halt, 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 halt! Hört mal zu, ihr drei, ihr schlagt ja zu wie kleine Mädchen. Das muss brutal aussehen, sonst kommt doch niemand ins Kino. Anstatt so zu schlagen, versucht's doch mal, wie Männer das machen. So! Na? Das gibt was her, so müsst ihr's machen. Aufnahme. 111, erste. Also los jetzt, Jungs! Schnitt aus, ich werde noch wahnsinnig. Muss man denn hier alles selbst machen? Ich habe ausdrücklich gesagt, dass Rosen in der Vase sein sollen und keine Nelken. Ich hasse Nelken. Also bitte das Ganze noch einmal, ja? Mit Rosen sieht das natürlich viel schöner aus. Ruhe bitte, Aufnahme. James Bonds Rache 111, zweite. Also los jetzt, Jungs!
Genügt. Mr. Connor, darf ich Sie bitten jetzt? Okay. Maske. Und das Double aus dem Weg raus. Heraus, machen Sie, dass Sie wegkommen. Schnell. Oh. Ach, nehmt doch nicht so viel Sahne. Seid ihr verrückt? Klappe bitte. 112, erste. Und bitte, Mr. Connor. Da liegt er in der Sahne, unser James Bond. Er lebt noch. Ich liebe dich und werde gerne für dich sterben. Dann stirb. Und er mit dir. Oh. Ha, mich habt ihr überhaupt nicht getroffen. Und die geheimen Papiere bekommt ihr auch nicht. Ausgezeichnet, fabelhaft. Ich bin begeistert, Mr. Connor, wie Sie das machen. Aber diese scheußlichen Papiere müssen Sie wirklich nicht essen. Die frisst das Double. Na Gott sei Dank. Her mit dem Double. James Bonds Rache, 113, erste. Das passt mir nicht, Double. Ihr Gesichtsausdruck ist mir viel zu traurig. Ich möchte etwas Freude dabei sehen. Sie sind doch froh, dass Sie die wertvollen Pläne für Ihre Regierung gerettet haben. Also ein stolzes Lächeln, bitte. Na Jungs, lachen Sie und essen Sie und mehr, ja, und lachen Sie. Dort essen Sie und schneller essen, ja. Wenn Sie noch bereuen wollen, Billy, gib mir doch mal einen Whisky. Seine Kehle muss dann ganz trocken sein. Okay, Ron? Gut gemacht, Billy. Ja. Und jetzt sind Sie Hauptmann, jetzt lachen Sie natürlich nicht mehr. Dann los, brechen Sie endlich zusammen. Ja, ja. Und hören Sie auf zu lachen, sonst fliegen Sie hier raus. Jungs, das muss gefeiert werden. Los, Sylvia, trippieren. Blieb hier, trink ein Bier. Unsinn, diese Szene wird nicht gedubelt. Na, gehen Sie schon her. Das war Connor, please. 117, erste. Bitte, Mr. Connert. Sie sind ja nicht im Bild, Sie können mir nachher das Glas halten. Und los. Mensch, Jungs, der Bond lebt ja noch. Bringt ihn um! Stopp! Das Double, bitte. Danke, Mr. Connert. So, und jetzt weiter. Gut ausgestorben, danke, kaputt, tot, zu Ende, vorbei. Kamera abbauen. So, das wär's für heute. Danke, Mr. Connert, Sie waren großartig. Ja, das waren ziemlich schwierige Szenen für mich heute. Stimmt, vielen Dank. So, Feierabend. Abschminken, bitte. Mach's aber mit der Abschminkmilch, ja. Bitte, ja. Dürfte ich bitte auch etwas Abschminkmilch haben? Natürlich. Friedrich. Ja, okay. Herrn Kurt Jürgens. Herzlich willkommen in Klimbim. Das ist doch sicher etwas völlig Neues für Sie, nicht? Ja, bei all den großen Filmen, die Sie gemacht haben. Ich meine, so wie bei uns sind Sie doch sicher nie behandelt worden. Ja, das kann man wohl sagen, ja. Was machen Sie nach unserer Show, Kurt? Ich glaube, ich werde ein bisschen ins Sanatorium gehen müssen. Ich hätte da auch noch eine Frage an Sie. Was? Das kann doch nicht sein. Warum habt ihr mir nicht gesagt, dass Herr Jürgens in der Show ist? Denkt mal an ich und Udo Jürgens in derselben Show. Fantastisch. Ach, Herr Jürgens, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie lange ich Sie schon verehre. Ich habe alle Platten von Ihnen. Ich weiß alles über Ihr Privatleben. Und ich bin sogar Vorsitzende vom Udo Jürgens Fanclub in Berlin. Kurt. Und jetzt stehen wir uns auf einmal persönlich gegenüber. Das ist nett.
Wahnsinn! Sie sehen vielleicht jetzt schon ein wenig älter aus wie auf den Fotos, aber Sie wissen ja, Sie retuschieren die Fotos, er weiß nicht. Ihr Name ist ewig auf mein Herz graviert. Ich sage schon seit Jahren, wenn mir der Udo Jürgens jemals über den Weg läuft, dann kann er mit mir machen, was er will. Es wird Nacht, Senorita, und ich hab kein Quartier. Nimm mich mit in dein Häuschen, ich will gar nichts von dir. Brauchen Sie einen Double, Kurt? Das mach ich alleine. Übrigens über den Satz nachgedacht? Ja, durchgedacht, durchdiskutiert, transparent gemacht und so weiter und so weiter. Und sind zu dem Schluss gekommen? Dass es durchaus legitim ist zu behaupten, dass wir uns freuen, dass Sie heute Abend wieder da sind. Genau. Ja, das wär's dann für heute. In unserer nächsten Sendung sehen Sie aus Italien Ornella Vanoni und aus der Welt der Oper Benno Kusche und Manfred Jungwirth. Und alle Klimbims sowie die Klimbim-Familie. Guten Abend und hoffentlich auf Wiedersehen. Auf der Polizei habe ich heute eine Maschine gesehen, die feststellen kann. Auf der Polizei habe ich eine Maschine gesehen, die genau feststellen kann, ob ein Mann gelogen hat. Ich habe so eine Maschine geheiratet. Mein Vater hat mir verboten, in Pornokino zu gehen. Ich würde dort etwas sehen, was ich nicht sehen soll. Er hatte recht, ich habe ihn gesehen, er saß vor mir. Du siehst so deprimiert aus, was ist passiert? Ich habe meine Brille verloren und kann sie nicht suchen, bis ich sie finde. Meine Schwester hat gerade ein Kind bekommen. Junge oder Mädchen? Das hat sie mir nicht gesagt. Jetzt weiß ich nicht, ob ich ein Onkel oder eine Tante bin. Wie nennt die Wissenschaft eine Frau, die die Pille nicht nimmt? Mutti! Es ist mir gerade eingefallen, dass der Weihnachtsmann in Wirklichkeit ein Hippie ist. Er trägt langes Haar, hat einen Bart und arbeitet nur einen Tag im Jahr. Fährst du am Wochenende mit mir in das romantische Hotel am Bodensee? Nein, ich mag nicht. Warum denn nicht? Ich habe den Prospekt genau studiert. Frühstück von 7 bis 11, Mittagessen von 12 bis 3, Kaffee von 3 bis 6, Abendessen von 7 bis Mitternacht. Da kommen wir ja zu überhaupt nichts mehr. Kim Bim! Ist sowieso alles gelaufen. Ich möchte nur wissen, warum du immer so viel Gepäck mitnimmst. Ich hab doch nur das Nötigste gepackt. Oh. Ja, sag mal, was ist denn das? Ja, das Nötigste. Ja, warum hast du sie gerade in den Koffer gepackt? Ich hab sie nicht ins Handschuhfach gekriegt. Oh. Komm los, hilf mir. So. Ist aber schwer, die Kleine, was? Ach ja, zahlt sich aus. Hier, nimm das auch noch mit, das ist das Wichtigste. Nö, also bitte, nicht mit mir. Ja, wir brauchen ihn aber in der nächsten Sendung. Tja, dann wird ihm unser kleines Schätzchen. Aber jetzt nichts wieder raus da.